So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Was trittst du denn auf meinen Antidepressiva-Tabletten rum? Die brauche ich noch, die sind wichtig, damit ich gute Laune habe. Die hat bestimmt eine Adi rausgezerrt. Wir haben heute nämlich ein paar Vita Energy Drinks für euch vorbereitet. Ich wusste gar nicht, dass es Vita Energy gibt. Ihr kennt ja bestimmt alle die Vita Cola, die trinken die Pupsi ja so gern, oder auch Vita Orange, Vita Zitrone. Keine Ahnung, wer sowas kauft und trinkt, denn Original ist nur Fanta. Wir haben heute drei Sorten aber von den Vita Energy Drinks. Obwohl, das sieht komisch aus. Dann müssen wir das Rote in die Mitte machen, sonst sieht das alles gleich aus. Hier, Vita Energy Drinks. Da gibt es drei verschiedene. Die wollen wir euch jetzt mal zeigen, was das ist, wie das schmeckt. Mama ist auch wieder am Start als Gast. Die muss auch gleich wieder mitprobieren. Wir haben nämlich hier einmal Vita Energy, alles mit Guarana, Mango, Orange. Steht das auch so drauf? Genau. Guck. Adi. 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 Vita Energy mit Mango, Orange. Klingt auf jeden Fall gut. Ohne Taurin. Ohne Süßungsmittel, ohne Konservierungsstoffe. Also alles, was ich mag, fehlt hier. Dann haben wir das andere hier. Das ist Rote Traube und Acai. Kennt ihr noch Acai, ne? Das war mein Rappername früher. Nein, eben nicht. Wenn ich Wrestler wäre, würde ich mich so nennen. Und wir haben als drittes noch Kiwi-Apfel. Ich glaube, auf Kiwi-Apfel freue ich mich am meisten. Am schlimmsten ist rote Traube, weil Traube, es ist immer so säuerlich und brennt. Und Mango-Orange kommt in die Mitte, aber Apfel ist einfach das Beste, was man haben kann. Na, willst du nicht wieder an der Folie rumkauen? Los, kau! Guck mal, Enten. Was möchtest du als erstes probieren? Genau. Fangen wir mal an Rote mit rote Traube Traube. plus Acai. Was ist Acai? Weiß ich nicht. Gut, sind wir schon zwei, die das nicht wissen. Muss Das mal mache ich mal gucken. auf. Vielleicht steht es drauf. Riecht auf jeden Fall süß. Riecht gar nicht säuerlich, sondern riecht süß. Ich Oh, sehe doch, wenn ich das sieht ja so schenke. gefärbt aus. Das sieht auf jeden Fall sehr Gefärbt. gut aus. Ja, die macht. Er kneift seine Augen zu und macht. Jetzt hört er wieder auf. Gut, ich reiche das mal dir rüber. Dann probier mal, ich probiere auch mal. Mal gucken, wem es schmeckt und wem nicht. Ne? Fliegen gibt es eigentlich fruchtig. Aber es ist bestimmt wieder alles zu warm. Das hätte wieder in den Kühlschrank gemusst. Ja. Rote Traube Acai hat irgendwie was, finde ich, schmeckt ein bisschen wie Tee. Was? Wenn ihr mal den Tee mit den roten Früchten habt, hat das auch so im Nachhinein so Oh, eine den kenne ich Note. nicht. Hast noch nie roten Tee getrunken? Wie schmeckt's dir denn? Süß, herb, bitter, sauer? Nicht zu süß, aber auch nicht sauer. Ist dort so richtig. Das kann man irgendwie bei jedem Ding sagen, immer diese Ja, aber das ist Standardaussagen. eher eine Nicht zu süß, nicht zu Standardaussage. Ja, aber sauer. es ist, man kann es trinken, also. Ja, man kann es trinken, aber. Erstmal sehen, wie die anderen schmecken. Wäre jetzt nichts, was ich mir unbedingt noch mal kaufen würde und noch mal kaufen. Also wenn ich mal Durst auf eine Erfrischung habe, wäre das, glaube ich, trotzdem nichts für mich. Da haut mich der Geschmack einfach nicht um. Aber wir haben als nächstes Mango Orange. Mango ist immer gut. Das dürfte besser sein, Aber glaube ich. Orange. Also das bietet einen angenehmeren Geschmack, hoffe ich. Rote Traube, ne? Wer Traubensaft kennt und trinkt und macht und so. Das ist für die Genießer, für die Träubchen. Das ist natürlich schön gelb, ne? Alles schön. Ohne Konservierungsstoffen, aber dafür Nicht mit ganz viel ohne. Farbmittel. Ja, Ja, ich wollte erst was Farbmittel. anderes sagen, deswegen. Farbmittel ist überall Probieren erlaubt. wir das, will ich mal. Mango. Orange riecht genau wie Exotic Booster. Habe ich schon wieder einen Vergleich vom Geschmack her, ne? Das erste war halt so einfach nur Tee, roter Tee im Winter ohne Zucker. Das merkt ihr richtig, wenn es hinten so pappig wird. Jetzt haben wir nimmt zwei Bonbons, wenn ihr die aufbeißt und das Innere rauslutscht, beim orangen und beim gelben Bonbon gleichzeitig. Also schmeckt für mich so. Ich weiß nicht, wie ist dein Empfinden?
Ich merk nichts. Nee, aber Orange mag ich sowieso nicht so. Und es schmeckt irgendwie sehr nach Orange. Also Mango wäre besser, wenn es mehr nach Mango schmecken würde. Ich muss sagen, das Rote, also das erste, die rote Traube, hat mir besser geschmeckt. So als... Okay. Ja, ich finde auch, die rote Traube hat besser geschmeckt. Und die rote Traube mochte ich ja schon nicht. Also ist das ein richtig schlechtes Zeichen. Das heißt, Mango Orange kannst du ruhig dann haben. Und die rote Traube auch. Aber ich habe ja noch einen Kiwi-Apfel. Und der wird uns jetzt auf jeden Fall überzeugen. Denn noch schlechter wird es nicht gehen. Nein, aber ich finde, das schmeckt so richtig, wie wenn du dir eine Limonade kaufst mit Zero ohne Zucker. Und es fehlt einfach irgendwas. Es schmeckt immer plötzlich so herb und ist dann... Der Geschmack bricht einfach ab, weil hinten irgendwie trotzdem was fehlt. Das schmeckt wie abgestanden dann oder ein bisschen pappig, aber das soll ja vielleicht so sein, weil es ja gesund sein soll. Ist ja Fita. Das riecht jetzt erstmal richtig wie saurer Apfel. Dabei mag ich doch keinen sauren Apfel, ich will doch süßen Apfel. Dabei ist nicht grün, wenn Kiwi dabei ist, sondern... Ja, dann hat es halt nach Kiwi gerochen. So, bitteschön, ein Gläschen. Ja, irgendwas war, und das hat mich jetzt irritiert. Also nochmal, Fita Energy Kiwi Apfel. Mal gucken, was der hält. Oh, habt ihr das gesehen? Die Reflexe, ne? Ist ja auch in Zeitlupe runtergefallen. Jo, schmeckt wie so ein Booster super sauer. Aber schmeckt nach Apfel. Muss ich aber trotzdem sagen, von den drei Döschen würde mir das trotzdem am besten gefallen. Ja, auch, nicht so widerwärtig ist. Auch wenn es etwas sauer ist, hat das trotzdem irgendwie einen angenehmen Geschmack, eine angenehme Säure, was gekühlt und so zum einfach die Dose auf Ex in den Magen reinpumpen ideal geeignet ist. Trotzdem, bevor ich mir dann Fita Energy kaufe, kann ich mir auch Rockstar, Booster, sonst was, irgendwas mit Apfel. Gibt es überhaupt Booster Apfel? Aber Rockstar, Monster gibt es mit Apfel, obwohl die sind bestimmt wieder teurer als Fita. Guckt einfach, egal, alles was super sauer ist, mit Apfel schmeckt gleich, genauso wie das, obwohl es ja nicht sauer sein soll. Kiwi Apfel auf jeden Fall hier das Beste, unserer Meinung nach, ne? Sind wir uns einig gewesen. Kennt ihr das auch schon? Habt ihr auch schon mal die Fita Energies probiert? Schreibt es mal in die Kommentare, was ist euer Favorit? Ihr seht, früher habe ich immer am Ende eine Dose Bier, eine Dose 5-0er geäxt. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt mit Jugendschutz, ne, steht die Mama immer da und das ist alles harmlos geworden. Denkt euch einfach die Dose Bier und dann ist alles gut. Wir testen jetzt noch was anderes, das seht ihr aber in einem extra Video, nur damit ihr wisst, warum wir im nächsten Video vielleicht schon angeschlagen sind. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.